Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir die Bafos-Zitadelle abgeschlossen, haben eine Derrest-Spitze hergestellt, mit der wir den Konkon durchbrechen können und zwei Ringe bekommen. Also Melik und Pascal haben zwei Ringe bekommen, mit denen sie die gleichen Kräfte wie Yharnam bekommen, die Kraft von Sophie, dieses grelle Licht und so. Melik hat uns außerdem noch am Ende des Parts einen Kampf herausgefordert, den wir absichtlich verloren haben. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Gucken wir mal, was der jetzt zu sagen hat. Ohne Worte. Captain Malik, will you please fight me again? I must defeat you if I hope to become a man who can protect his friends. Look at you, babbling on to your foes. You're nothing but a pair of lips flapping in the breeze. You don't have the power to protect anyone. Mein Gott, der ist you said this angepisst. was no training bout, Captain. So ready yourself. I haven't lost if I still draw breath. Da komm her, jetzt ernsthaft. Zack. Oh fuck. Impact! Infernal Torrent! Oh Mensch, gut. Let destruction rain! Tear apart! Zack, verdammt. Muss mal mein Schwert wegstecken. Okay, er hat nicht viel gebracht. Okay, der könnte vielleicht doch ein bisschen wehtun, der Typ. Okay, die Angriffe bringen zum Glück nicht so viel. So, setzen wir über ein. Ey, das ist geil, was zum Teufel? Zack! Willst du? Komm her! Nichts was. Ey, das ist schon wieder geil. Ich hab meinen Schlag hier fast alles wieder abgezogen. Boah, mich in Angriff. Verdammt! Ich muss jetzt den neuen billigen Zauber ein. Verdammt! Hutsch! Ja? Oh Gott, aber oh mein, der hat mich mit einem Schlag erledigt. Selbst mit vollen AP wäre ich tot gewesen. Ja, okay, wissen wir. Na fuck! Mein Gott, na was, komm her. Nee, mit vollen AP hätte ich überlebt. Komm her. Warte, jetzt reicht's. Das ist kein Trainingskampf mehr, hier ist auf Leben und Tod jetzt. Verdammt, aha. Aua, tut voll weh. Ey, gibt's doch nicht. Warum tun denn seine Angriffe so weh? Nein, die speichern. Captain. Warte. Es sein muss, dann spam ich auch, wie man kommt da. Der Angriff bringt sei ja. Okay, der ist auch gegen Menschen. Effektiv sehe ich gerade. So, immer schön kontern, das ist gut. So, komm her. Wenn es sein muss, kann ich auch spam, ja. Wenn wir schon so anfangen. So schnell kann es gehen. Sperlingssiegel, gut. So muss das. So the day I lose to a student has finally come. Sir. You know, Asbel, I'll be completely frank with you. Okay. I left Fendel behind because I didn't believe in the power of words. That's why I couldn't say anything to Kurt. Captain. I think that people who trust their own power also have faith in the power of their words.
So keep talking, Azbel. Speak your vows. Shout your convictions. Let them ring across the land. I said this fight was for true. Now, do with me as you will. I will make this quick. Captain. Whoa, wait! Don't do it for real! Sehr schön. Unverbesserlicher Lehrer. Oh, super. Okay, der war gut. So, hier, ne? Ja, lassen wir erstmal die ganzen Dinger, die Nova-Titel. Hier, sehr schöner Kampf. Sehr schönes Skiz. Dramatischen Wendungen. So, Region 13. Wie geht's zum Schallanger? Okay. Jemand hat da ein Geheimnis. Wer? So, when Pascal was talking in her sleep about someone she likes, who do you think she meant? It's obviously Sophie. I wouldn't be so sure. Young girls like Pascal can be surprisingly attracted to the bossy and overbearing type. I'm surprised you didn't know that, Hubert. Ugh, such speculation is nothing but a waste of time. Well, then, why not ask Pascal directly? Why me? Please, Hubert. I've been wondering about this myself. Do it as a favor to me. Well, all right. If it's that important to you, I'll go ask her. But I can't guarantee anything. Hubert sure has a soft spot for Azbel. Yeah, it's easy to forget, but I guess Azbel can be an older brother. Huh? What? Okay. Okay. Hoffentlich können wir hier Dingens anfragen. Jawohl. Oder? Jo. Crablets. Haha. Wie geil. Danke, Esfeld. Danke euch allen. Und danke, Kleine. Bus. Okay. Aber sieht doch schon mal schön aus hier von den. Oh, minimal. Minimal ist Karl. Das ist immer gut. Hm. Den ganz aufladen. Objekte neu kaufen. Und. Weiß ich nicht, wie ich den partnern soll, gegen First Melly oder keine Ahnung, was jetzt kommt. Wird ja wohl noch mehr passieren jetzt. Sagen wir uns jetzt noch mal dieses NATO oder MISO oder was auch immer da ist. Würde ich sagen. Ja. Oh, Meeresfrüchte, das ist ja cool. Da kriegt man ja nur hier deswegen MISO, genau. Deswegen immer schön hier abholen. Weil wer weiß, wann wir das nächste Mal hier hinkommen. Vielleicht ja nie mehr. Mal sehen. Jetzt wollte ich erstmal genau Sachen nochmal erstellen. Dann wechsel an. So, wo war es? Wo seltsames Zahnrad? Gottstöterklinge. Okay. Eine Anspielung an God Eater? Ist das nicht. Ist das auch von einem Commander? Ich weiß es nicht. Boah, ich kann gar nicht so viel. Ja, machen wir das hier. Hm? Okay. Hochwertiger Kristall, man war nicht vorher da. So, Meeresfrüchte-Set. Oh, Durandal. Okay, aber ich wollte das gar nicht herstellen. Ich wollte irgendwas anderes herstellen. Wir haben mit Dingens doch. Ich habe so ein. Wo ist es? Oh, Port of Her. Ah, ich habe genug davon, also. Schweinefleisch. Wo ist es? Hier, Stoffpuppe. Plüsch Mito-chan. Neue Puppe für Bobby ist die nochmal. Das kleine Mädchen, ja. Lieber mal Puppen sammeln. So, Flügel des Ikarus. Okay, wir tun ganz schön viele Sachen jetzt herstellen. Irgendwann brauchen wir die alle schon, deswegen einfach erstellen. Und süchtiger Sammler, okay. Wo sitzt hier? Glaube ich. Nee. Hier. Nee. Hier. Ah. Null Punkt. Okay.
Oh, das ist eine gute Art. So, dann gehen wir erstmal zum Hangar. Anderes gibt's ja nicht zu tun, glaube ich. Dann weiß ich nicht. Können wir nochmal nach links gehen oder nach oben? Gibt's da noch irgendwas? Aber aufbrechen. Oh, da gibt's tatsächlich noch was. Ich weiß es nicht. Hm? Was ist MC? Er deutet auf dieses kaputte Gerät. Möchtest du, dass wir es reparieren? Jo. Ah, ich sehe schon. Sieht aus, als wäre der Stecker im Eimer. Das habe ich im 0, nix. Vorausgesetzt, ich habe das richtige Ersatzteil. Und das habe ich nicht. Oh. Keine Angst, Sie. Wir werden es schon finden. Schon wieder eins von deinen leeren Versprechen? Wie kannst du dir so sicher sein, dass wir es finden? Ich bin mir nicht sicher. Ich vertraue nur darauf, dass es klappt. Es ist schließlich nur ein Teil. Irgendwo muss es einen Vorrat davon geben. Oh ja, klar. Bestimmt wartet irgendwo ein Haufen mit 1000 Jahren alten Ersatzteilen im besten Zustand darauf, gefunden zu werden. Seid friedlich, ihr beiden. Schauen wir uns mal um, ob wir etwas finden können. In Ordnung? Du wartest hier, Psyll. Psyll. Opern Gundam Psyll. Was? Ja, befindet sich halt irgendwo hier? Ich weiß es nicht. Aber wenn es hier wäre, hätte er es ja wahrscheinlich schon gefunden, ne? Wir können aber jetzt nicht kackfrisch einfach zurück nach Refinia gehen. War ja voll unsozial. Da kommen wir nicht hin, genau. Das ist der Archivraum. Vielleicht ist er da was. Oder jetzt hat er zum Tag. Also unter Quests oder Anfragen. Vielleicht habe ich das ja schon längst, ich weiß es nicht. Und Kohl. Okay. Helmut. Der war schlecht. So. Weiß nicht. Gehen wir mal zum Dings hier. Boah, ich kann ja nachgucken eigentlich. Ersatzteil, okay. Haben wir nicht. Muss ja irgendwo auf Fodra sein, aber ich renne jetzt nicht nochmal durch die ganze Gegend. Ich würde schon wieder zurück nach Refinia. Stern ist ja auch nicht irgendwo, oder? Also. Können wir nochmal da gucken. Wenn da jetzt ist, dann gehen wir zum Hangarraum. Oder Shuttle-Raum, Shuttle-Hangar oder wie auch immer. Na, ist ja wieder nachgewachsen. Verdammt. Na gut. Dann erfüllen wir nie dieses Versprechen und gehen einfach, ja, nach Efinia. Wieso bin ich nach links gegangen? Wir konnten auch von rechts sein. Okay. Tut mir leid, sei. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, ne. Nein, okay. Dann. E1, mein Gott. Nee. U1, mein Gott. Ah! Sack. Okay. Dann, los. Tut mir leid, zwei, aber wir haben wichtige Angelegenheit zu erledigen. Da ist ein Stern. Was zum... Wenn das jetzt der Ersatzteil ist... Ich weiß es nicht, das sieht schon so aus. Okay, doch noch nicht nach Hause. Wie sieht's aus, Pascal? Tja, sie sind nicht ganz unbrauchbar, aber... Ah ja, es sieht nicht toll aus. Jetzt komm schon, schaut mich nicht so an. Das ist echt kein brauchbares Ersatzteil? Hm? The fuck?
Eine Monete, wo kommt der denn her? Hey, vielleicht können wir den nehmen. Wie das? Man könnte ihm den Stecker rausreißen. Seinen Stecker rausreißen? Du meinst einfach nur das eine Teil? Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen ihn nicht kaputt machen oder so. Ist ganz schön viel verlangt. Ja, komm schon. Locken wir ihn hinaus. Wir wollen nicht, dass den anderen Humanoiden etwas passiert. Bist du bereit, Hubert? Und wie? Sieht irgendwie nicht aus wie so ein netter Humanoid. Was? Der Zurioid. Männchen Humanoid, der in Telos' Tau aufgetaucht ist. Wo kommst du her, Mann? Infernal Torrent! Wow, ich habe auseinandergenommen. Der noch irgendwie in Ordnung ist. Was ist los mit diesem Skit? Okay. Der ist bestimmt noch in Ordnung gewesen jetzt. Jawohl, das ist noch voll gut. Das tut's auf alle Fälle. Ersatzteil. Gut. So, dann jetzt hier abgeben und dann ist Zeit glücklich. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob Humanoide glücklich sein können. Ich hoffe es mal. Ich brauche einen Ersatzteil. Ich brauche einen Ersatzteil, gut. Hat der das jetzt schon bekommen? Wow, du hast es schon repariert? Ihr Humanoiden habt es echt drauf. Das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Ich bin froh, dass es klappt, Zeit. Hm, du musst uns etwas geben? Oh, noch so ein seltsames Teil. Hey, sei nicht so unfreundlich. Das schenkt er euch zum Dank. Er hat diesen Ort die ganze Zeit bewacht. Obwohl keiner mehr da ist, der Verwendung für ihn hat, obwohl alle seine Freunde kaputt sind. Er hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand kommt oder Emerald aufwacht. Tag für Tag, 1000 Jahre lang. Bei den Gedanken wird mir ganz schwindelig. 1000 Jahre. Da fällt mir ein, so viel muss ungefähr genauso alt sein. Das ist einfach nur irre. Ich kann mir nicht vorstellen, 1000 Jahre alt zu sein. Im Alter müsste ich mich vielleicht sogar regelmäßig baden. Das ist deine größte Sorge? Ein heroischer Hals. Okay. Oh, kein Titel, okay. So, die haben dieses Ding ja schon alles beinahe hochgelevelt. Das haben wir den ganzen Part schon gefüllt und wir sind immer noch hier auf Fodra. Und noch produktiv irgendwie Zeit verschwenden. Okay, schön. Weiß nicht. Heroischer Hals, ach ja. Jetzt können wir hier so eine Witzwaffe hier herstellen. Kann ich noch irgendwas hier machen? Weiß nicht. Kriegen sowieso nichts mehr jetzt hier geregelt in dem Part, deswegen lasse ich mir jetzt irgendwas. Keine Ahnung, tun wir hier Elftrank-Ex herstellen. Den wir nie benutzen werden. Oh ja, yeah, verdächtiges Pulver kann man auch ballern. Die Dinger werde ich sowieso nie benutzen. Die sind dafür da, die Staatswerte zu erhöhen. Ich glaube, wir können auch pro Spielstand hier überlaufen, aber keine Ahnung. Ich benutze die nicht. Für mich machen die nicht so einen großen Unterschied. So, dann. Nach die können wir ja auch noch mal. Ja, lass mal. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grisf. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.